Hi Leute, Jasper hier. Ich habe wieder eins mitgebracht. Das ist ein Buch, was ich eher so als klassisches Nachschlagewerk benutze. Ich habe sogar einen Freund, der hat es komplett durchgearbeitet, alles raus angestrichen, rausgeschrieben und so weiter. Grüße an Markus Kleehammer. Der ist echt verrückt, der kriegt das auch alles auswendig gelernt. Mir ist es dann doch zu viel, man sieht, es auch ein bisschen dickeres Buch. Und das geht nur um Nahrungsergänzungsmittel. Es ist von D. Sinner, der Steroidersatz 2006. Ist natürlich ein sehr reißerischer Titel, Steroidersatz, ne, Hauptsache Steroide mit drin, Spritze auf dem Cover drauf und so weiter. Ist aber ein sehr, sehr gutes Nachschlagewerk. Wie gesagt, es geht eben nur um normale Substanzen und Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind ja im Endeffekt auch nur Konzentrate oder Isolation von bestimmten Nährstoffen. Und hier haben wir wirklich alles drin, wissenschaftlich beleuchtet, mit Praxiserfahrung und so weiter. Was funktioniert, was nicht, welche Formen davon gibt es, zum Beispiel Kreatin. Gibt es ja ganz, ganz viele Formen neben dem Kreatinmonohydrat. Was kann man in welchen Dosierungsmengen nehmen, was macht wo Sinn und so weiter. Schreibt da hier also immer dazu, in welchen Mengen man das nehmen soll, ob man das als Kur nehmen soll oder durchgehend nehmen kann, aufladen soll und so weiter. Welche Formen es da gibt, also kann man das nur als Pulver nehmen oder als Tablette oder als Kapsel, als Spritze und so weiter. Was macht am meisten Sinn? Und hier hat er wirklich von A bis Z alles dabei eigentlich. Wenn wir hier reingucken, klar, hier haben wir die ganzen Vitaminpräparate, Mineralstoffe haben wir alle drin. Ganz viele Aminosäuren wurden hier nochmal einzeln unter die Lupe genommen. Klar, auch die ganzen BCAAs und so weiter. Auch das, was also fürs Training richtig interessant ist, aber auch andere Sachen. Proteinpräparate wurden nochmal speziell angeguckt. Und dann haben wir unter der Kategorie andere, alles was man sich vorstellen kann, drin. Auch zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren hat er sich mit angeguckt. Koffein, Kreatin und so weiter, aber auch ganz andere Sachen. Also alles, was mit Nahrungsergänzungsmitteln zu tun hat, das findet man eigentlich hier in dem Buch. Wir haben jetzt 3-4 Seiten lang nur Supplementnamen oder Nährstoffnamen, die er sich eben anschaut. Wir können ja auch mal gucken, muss ich selbst mal schauen, wie viele Seiten das Buch hat. Über 500 Seiten, nur Text und Tabellen, wo wir das Ganze sehen, was, in welchen Mengen, wann und so weiter. Man muss es ja auch nicht alles auswendig lernen. Wer aber sagt, gut, mich interessiert es bei bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln oder Nährstoffen, funktionieren die eigentlich, in welchen Mengen soll ich die einnehmen und so weiter. Als Übersicht, der Steroidersatz 2006 lohnt sich im Schrank stehen zu haben, ist glaube ich auch ein kleines bisschen teurer, also so um die 30, 35 Euro. Aber wie gesagt, wenn man doch regelmäßig damit zu tun hat, wenn man sich einfach nur die Dose Eiweiß einmal sparen kann, weil man sieht, gut, die brauche ich nicht, hat man das Geld schon wieder drin. Und dann kann man dabei jedem wirklich nachschlagen, brauche ich es, wann macht es Sinn, in welcher Menge macht es Sinn und so weiter. Lohnt sich also absolut, das mal in den Schrank zu stellen. Gut, viel Spaß damit. Wir sehen uns beim nächsten Buch. Ciao.